Otto Julius Bierbaum. Die Reise ohne Fahrplan. In diese rätselhafte Welt sind wir alle als Rätsel gestellt, bilden Scharaden. Wer sucht den Sinn? Wer findet Verstand in diesem wimmelnden Allerhand? Wer kann uns erraten? Wir selber? Kaum. Wir tauschen nichts als Zeichen, Andeutungen geheimnisvoller Art, ziehen uns Signale auf und stellen Weichen, dass keiner stören mag des andern Fahrt. Die, ach, auf sträflich unsoliden Speichen uns an ein Loch führt, keinem noch erspart. An den bekannten Tunneleingang, der, wenn wir es könnten, längst vermauert wäre. Vielleicht studiert ein Gott das wirre Wesen, wie ein Professor dies und das studiert. Bakterien und das Mikroskop gelesen, Zahlenkolumnen mächtig aufmarschiert, Vokabeln eines Dichters, welche Spesen im Haushalt der Natur die Kraft summiert. Wer weiß, was einen Gott dran interessiert, bis er gelangweilt mit dem Sturmesbesen das rätselhafte Zeug beiseite wischt, dass Laus wie Elefant zugleich verschwinden, die ganze Weltgeschichte kehricht ist, Napoleon nicht und Goethe mehr zu finden im großen schwarzen Weltentintengischt, durch das die Zeit sich ruhig weiterfrisst. Doch kann's auch sein. Es kennt die Hieroglyphen der irgendwer, der diese Rätsel schrieb, die nebenbei auch uns ins Leben riefen. Wer weiß, vielleicht sind wir ihm wirklich lieb. Und was uns wehtut, jeder Schicksalshieb will uns, Prost Mahlzeit, will uns bloß vertiefen. Es kann ja sein. Was kann nicht sein auf Erden? Wir können in der Tat noch alle Engel werden. Weiß Gott. Gott weiß es. Unser ist allein die Pflicht, ihm ein gefüger Stoff zu sein, auf das uns selbst die wunderliche Erde kein Nadelkissen oder Kantenstein, sondern ein Garten voller Früchte werde. Und geht es dann ins Tunnelloch hinein? Soll wenigstens die Lebewohlgebärde den weiter Rätselnden kein schlechter Anblick sein.